Also ich denke mal, dass jeder, der im Beruf steht, einen Ausgleich braucht. Früher wollte ich immer sehr weit fahren und viel erleben, viel sehen. Und jetzt ist eben das Interessante, dass man mit seiner Erfahrung ruhig arbeiten kann, obwohl man unter Zeitdruck steht, obwohl man Stress hat. Ich denke einfach nur, dass man flexibel sein sollte, weil man ab und zu davor Rätseln steht, die man so ein bisschen mit Tetris vielleicht vergleichen kann. Meine Herausforderung ist eigentlich, dass kein Tag ist wie der andere. Wenn ich im Supermarkt die Regale voll sehe und weiß, dass ich alles angeliefert habe, und dann fühlt man sich schon ein bisschen stolz. Im technischen Bereich ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der TÜV okay ist, die SP, die Bereifung, die Kühlaggregate richtig laufen. Ich bekomme zweimal am Tag die Touren. Ich bin verantwortlich für 18 Fahrer und 8 Lkw. Ich verreise sehr gern. Highlight war Kilimanjaro, den wir auch tatsächlich geschafft haben zu besteigen. Mit großen Willen und Ehrgeiz. Und so muss man eigentlich jeden Tag hier an unseren Job rangehen. Erste Grundregel in der IT ist Geduld. Und beim Tango ist es eigentlich ähnlich. Man kann mit wenigen Schritten sehr viel erreichen, man muss diese Schritte aber gut geplant haben im Kopf und man muss sehr konzentriert arbeiten und auch tanzen, um zu seinem Ziel zu kommen. IT sollte eigentlich im Unternehmen gar nicht merkbar sein, aber wir sind maßgeblich daran beteiligt, dass wir Temperaturen jederzeit nachvollziehbar darstellen können. Auch in der Finanzbuchhaltung ist Teamwork gefragt. Man muss Hand in Hand arbeiten und den anderen mit unterstützen. Zu meinen Hobbys gehört die Freiwillige Feuerwehr. Was mich an der Feuerwehr fasziniert, ist ganz einfach, den Menschen helfen zu können. Retten, unterstützen. Man packt einfach mit an und muss die Ruhe bewahren. Ab und zu wird hier auch mal ein Brand gelöscht, klar. So gerade Anfang des Jahres, wenn halt Abschlusszeit oder Monatsabschlüsse sind. Ich mache eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Ich war jetzt die ersten 2 Monate in der Schadensabteilung, dann Fuhrparkabteilung. Mein Hobby ist Musik produzieren. Das macht mir sehr viel Spaß, da man mit Ingenieuren, mit Tontechnikern zusammenarbeitet. Mein Hobby, das ist ja eine moderne Schatzsuche, sagen wir mal. Durch Geocaching beginnt man die Natur mit ganz anderen Augen zu sehen. Das Faszinierende ist das flexible Reagieren und auch mal einen Geocache zu bergen, der doch etwas schwieriger zu erlangen ist. Die Kombination aus Rätsellösung, aus Problem erkennen und dann eben das Ziel erreichen, ist sowohl im Geocaching wie auch in meinem Beruf anzutreffen. Meine Aufgabe ist es, die Fahrer auszubilden in Bezug auf die Fahrzeugtechnik, dann die Überprüfung der digitalen Fahrdaten und die Qualität für unseren Kunden zu verbessern. Meyer Logistik ist ein Familienunternehmen. Das gibt ein besonderes Wir-Gefühl. Das macht den Unterschied. Wir versuchen natürlich, die Kraftfahrer entsprechend zu entlasten bei ihrer Arbeit. Wir sind der Meinung, diejenigen, die es schaffen, Fahrer zu finden, zu binden und zu motivieren, sind die Gewinner der Zukunft. Bei uns sind in erster Linie Menschlichkeit und Loyalität ein Thema. Denn wenn ich heute Mitarbeiter habe, die unserer Firma gegenüber loyal sind und die ihren Job aus eigener Motivation so gut wie möglich machen, dann kann ich auch sicher sein, dass das die optimale Qualität ist, die der Kunde bekommt, und dann schließt sich der Kreis. Wir wachsen mit unseren Kunden und sind dort, wo Qualität benötigt wird. Kompetenz und Frische, das ist für uns nicht nur ein Slogan. Lebensmittel sollen qualitativ hochwertig sein, sollen frisch sein.
Das geht auch einher mit der Transportqualität. Das ist unsere Aufgabe. Dafür treten wir an.